Mit seiner Parade aus der Hocke gegen Leipzig ist Ralf Fährmann endgültig zu einem Elferkönig geworden. Bereits 8 Elfmeter konnten seine Gegner gegen ihn nicht verwandeln. Ja, er ist in die Hocke gegangen, dann groß gemacht. Ich habe das ja schon mal so erwähnt, das ist so ein kleiner psychologischer Trick. Oder es ist in der Studie, wurde festgestellt, dass wenn man erst sich ganz klein macht und dann kurz bevor der Schütze schießt, sich groß macht, dass das dann so einen Effekt bei dem Stürmer erzeugt, dass er auf einmal denkt, das Tor ist riesig für mich, ich habe jede Menge Platz, dann auf einmal wird das ganz klein. Das soll ihn verunsichern. Mit der Studie kam Simon, unser Torwarttrainer, auf mich. Die wurde auch vom DFB weitergegeben. Und ich hatte das schon in Köln probiert. Da bin ich leider ein bisschen weggerutscht. Kam nicht ganz ran an den Ball. Jetzt habe ich es wieder versucht. Und ich glaube, ja, das ist auch wieder sowas, dass man so einfach alles probieren muss, um den Stürmer zu, auf faire Basis, den Stürmer zu verunsichern, ihn einfach aus seinem Konzept zu bringen. Manchmal hilft es, manchmal auch gar nicht, ne? Aber man hat es zumindest probiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir auf einen Elfmeter für Hannover am Wochenende hoffen müssen, sollen, können. Eigentlich eher nicht, ne? Nee, eher nicht. Also wie gesagt, Elfmeter ist einfach, ich glaube, die Statistik spricht dann trotzdem für die Stürmer. Einfach und deswegen hoffe ich, dass ich gar nichts zu tun bekomme und einen recht entspannten Sonntag habe gegen Hannover und wir einfach ja, an unsere Stärke in der Hinrunde anschließen können und einfach Hannover ab der ersten Minute bestimmen können und dann 3 Punkte holen können. Wobei, ich will Hannover jetzt natürlich nicht stark reden, aber ist schon sehr, sehr unangenehm. Sie sind brutal mannorientiert, sind total gallig, sehr, sehr gut im Umschaltspiel. Wie viele Mannschaften, muss man so sagen, aber man darf Hannover auf gar keinen Fall unterschätzen, weil sie wirklich sehr, sehr gut sind. Es haben sich sehr, sehr viele vermeintlich bessere Gegner sehr, sehr schwer getan gegen Hannover oder Punkte liegen lassen. Und aber wie gesagt, ich glaube, wir sind der FC Schalke 04 und wir wollen gut in das Jahr 2018 starten und da werden 3 Punkte sicherlich sehr, sehr schön.